Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Arten von Pokébällen. Doch eine dieser Bälle kann versagen, egal wie viele Bälle ihr davon wirft. Doch wie kommt es dazu? Generell müssen wir erstmal dafür wissen, dass es eine sogenannte Fangquote und eine Fangrate gibt. Jedes Pokémon hat eine individuelle Fangrate. Sie erstreckt sich von 1, sehr schwer zu fangen, bis 255, sehr einfach zu fangen. Wobei es bisher noch keine Pokémon mit Fangraten von 1 oder 2 gibt. Die Fangquote beschreibt hingegen, wie effektiv der jeweilige Pokéball auf das jeweilige wilde Pokémon ist. So ist ein Hyperball beispielsweise doppelt so effektiv wie ein Pokéball und ein Flottball in der ersten Runde fünffach so effektiv wie ein Pokéball. Um es in diesem Video einfach verständlich zu halten, Fangquote mal Fangrate bestimmen den Fangerfolg. An der Berechnung gibt es durchaus einige Probleme, denn nicht jeder Ball verwendet eine Multiplikation, sondern manche Bälle setzen auch ihre Werte einfach fest. Den Ball, den ich euch heute näher vorstellen will, ist der sogenannte Schwerball. Der Ball wurde anlässlich der Aprikoko-Bäume in der zweiten Generation eingeführt und kann besonders schwere Pokémon, wie der Name schon verdeuten lässt, leichter einfangen. Der Schwerball ist aber auch einer der wenigen Bälle, die sich negativ auf die Fangquote auswirken können. Ist das Pokémon leichter als 204 Kilogramm, werden der Fangrate nämlich 20 Punkte abgezogen. Dies führt dazu, dass das Ergebnis ins Negative herabrutscht. Bis zur 6. Generation wurde das Ergebnis hierbei auf 1 aufgerundet. Seit der 7. Generation aber wird das Ergebnis nicht mehr aufgerundet, was dazu führt, dass einige Pokémon unfangbar sind. In der Regel betrifft dies tatsächlich nur legendäre Pokémon, mit zwei Ausnahmen, Ramot und Tanheel. Um euch wirklich zu beweisen, dass dies tatsächlich der Fall ist, habe ich auf dem Hokulani-Berg gegen ein Tanheel gekämpft und dabei nur Schwerbälle verwendet. Mit dem Ergebnis, dass Tanheel immer aus dem Ball ausgebrochen ist, und zwar ohne Wackler. Das Fatale daran ist, dass man meint, dass Tanheel wirklich schwer ist, aber mit 95,2 Kilogramm ist es nicht schwer genug für den Schwerball. Und damit ist der Schwerball der einzige Ball, bei dem es möglich ist, dass ein Fangversuch unmöglich wird. Kein anderer Pokéball ist bisher dazu in der Lage. Habt ihr eins der erwähnten Pokémon versucht, mit einem Schwerball einzufangen? Ich bin richtig gespannt auf eure Antwort, schreibt sie jedenfalls in die Kommentare rein. Falls euch das Video gefallen hat, liken und hypen natürlich hier an der Stelle nicht vergessen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt kostenlos mittels des Abonnieren-Buttons tun. Doch ich verabschiede mich hier erstmal an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.